Ja, also ich habe heute nichts vorbereitet. Ich probiere es jetzt mal so halb aus dem Stand, weil die Zeit nicht so Du richtig sitzt da. gepasst hat. Stimmt, du hast es gerade eine Stunde sammeln, nicht dich abgesehen. Also, und zwar geht es darum, folgendes Problem zu lösen. Angenommen, ihr habt ein Programm, das irgendwie auf einem anderen Server läuft und ihr habt die Möglichkeit, beliebigen Speicher zu lesen. So. Ihr kennt das Programm, ihr habt die Binary dazu und das Programm ist nicht position-independent, das heißt, ihr wisst, wo dieses Programm im Speicher geladen ist. Und jetzt die Aufgabe, wo ist die Funktion System in der libc? Darf ich mal kurz fragen, gibt es einen Anwendungsfall dafür im Real Life? Ja, wenn du andere Rechner übernehmen willst. Okay. Ja. Disclaimer, bitte nicht zu Hause nachmachen. Doch, aber nur zu Hause. Try this at home. Besten zu bitte Hause. Nur im Tor nachmachen. Oder während eines ZDF. So. Ich auf dem ZDF-Server, nicht auf den anderen Teams. PIE heißt auch die Position dynamischen, Independent auch die dynamischen Bits sind an festen Adressen dran? Nein, nur die Binary selbst. Okay. Das heißt, aber eigentlich ist das doch eine Anspielung darauf, dass heute Friday ist, oder? Heute ist Friday? Ja. Ich habe erst überlegt, mache ich ein Bild dazu mit einem durchgestrichenen Kuchen? Ist irgendwem bewusst, wie man das macht? Ist euch allen bewusst, was das Problem dahinter ist? Die dreckige Space Running Relation. Gucken wir uns mal an, was macht denn so ein Programm überhaupt? Wir haben jetzt hier mal, nein, LS ist ein schlechtes Beispiel. SSH. SSH ist Security Critical, das heißt, andererseits LS macht ASLR aus, beziehungsweise das wird vorgeladen. Der macht Preload Ja. regelmäßig. Erstmal gucken wir uns mal an. Wenn wir SSH, das ist ein bisschen groß. Wie gut könnt ihr denn lesen? Das geht schon noch. Das ist fast noch ein bisschen groß von hier hinten. Link all the libraries. Oh ja. Also, wenn wir ein Programm haben, SSH zum Beispiel, SSH benutzt Shared Libraries. Ist jedem bekannt, was Shared Libraries sind? Irgendwem nicht bekannt, dann bitte jetzt hier schreien. Hacker? Hör dir gar nicht zu! Ist auch voll sexistisch. Erklär's. Bin nicht Informatiker. Bin nicht Linux, noch nicht Informatiker. Ja, Ich das bin musst du nicht sagen. Linux-User. Da haben mich die ganz andere Wenn ich ein Programm schreibe, dann möchte ich nicht alles von Grund auf neu schreiben, sondern es gibt so ein paar Aufgaben, die jederzeit, die immer wieder gelöst werden müssen. Zum Beispiel möchte ich Krypto machen, das heißt, irgendwo anders hat schon mal Kryptozeug implementiert. Und damit ich das nicht selbst schreiben muss, gibt es Shared Libraries. Das heißt, auf dem System ist schon der Code, der ganze Krypto-Code vorhanden und ich kann das einfach in mein Programm mit rein übernehmen und ich kann dann Funktionen, irgendwelche Krypto-Funktionen aus dieser Shared Library aufrufen. Und das Ganze funktioniert so, zum Beispiel hier diese Crypt oder worauf wir jetzt die Standard-Library libc, wird dann irgendwo in den Speicher des Programms mitgeladen zur Laufzeit. LDD zeigt uns jetzt hier mal die Adresse als Beispielsadresse. Zum Beispiel ist das jetzt hier geladen. Wenn wir das Ganze aber nochmal ausführen, ändert sich diese Adresse. Das bedeutet, das ist ein Security-Feature, damit ein Angreifer, der irgendwie Daten überschreiben kann oder Daten lesen kann aus dem Programm, nicht weiß, wo denn der Code geladen ist. Das heißt, um hier auf unseren Task zurückzukommen. Wir wollen jetzt eine Funktion in der libc finden. Wir haben aber keine Ahnung, wo die libc überhaupt ist. So, was machen wir da? Erstmal. Das Ganze sieht so aus. Das hier ist jetzt der Speicher von. Es ist ein Scheißbeispiel. LS. Ach nee, warte, das ist schon scheiße. Bin froh, oder? Bin true.
Linkt das irgendwas? Ja, ja, eine C. Der Bild sieht natürlich. Aber wofür ist die Frage? Hat man nur ein Programm, wo man die Lizenz nicht legen muss? Nee, so. Was? Excel. Jetzt haben wir etwas übersichtlicher. So, wir haben jetzt hier unser Programm. Das läuft. Und hier steckt jetzt die Lizenz im Speicher drin. Hier können wir sehen, es wird jetzt hier an irgendeine Adresse geladen. Und wir wissen jetzt aber diese Adresse nicht, weil sich die Adresse wegen ASRL jederzeit ändern kann. Das heißt, erster Schritt, wir müssen irgendwie diese Basisadresse von der C rausfinden. Dadurch, dass die, es gibt ein Feature, das nennt sich Position Independent Code. Das heißt, der Code ist unabhängig von der Stelle, an der steht. Das heißt, wir können, das ist, zum Beispiel muss das diese C unterstützen, damit sie an eine beliebige Stelle geladen werden kann und nicht failt, wenn sie irgendwie woanders steckt. Unter anderem kann man das ausmachen, weil 32-Bit-Programme werden ein bisschen langsamer, wenn die das machen. Das heißt, man kann das explizit ausmachen, was häufig der Fall ist oder manchmal der Fall ist. Weil, wenn man CDS spielt, ist das sehr häufig der Fall und man kriegt diese Binaries mitgeliefert. Das heißt, man weiß, wo die Binary im Speicher ist. Auch andere Programme wie Dropbox machen das ganz gerne. Ja, Dropbox macht das auch gerne, dass sich Dropbox einfach in jedes Programm mit reinlinkt, das irgendwie Explorer-Integration hat und damit ASLR kaputt macht. Aber das ist ein Problem. Ja, Ubuntu wird auch alles ohne ASLR gebaut, oder? Nee. Doch, ich glaube, ich habe in meinem Lesen, dass sie fast alles ohne ASLR bauen, weil sonst Sachen langsamer laufen. Aber ich glaube nicht die security-kritischen Sachen. Das heißt, alle Serverprozesse werden erst ASLR anhaben und alle SUID-Programme. Zum Beispiel, Fedora macht es auch so, du kannst pre-linken. Diesen ganzen Link-Prozess kannst du irgendwie einmal im Monat machen oder so, wenn du willst. Das heißt, du löst schon mal alles auf, dann hast du schnellere Startzeiten. Ist natürlich ein Security-Problem, deswegen machen wir das nur für Programme, die nicht security-kritisch sind, wie LS zum Beispiel. Weil das bringt dir nichts, du kannst keine Privilege Escalation mit LS machen. Challenge accepted. So, frag mal GeoHot. 12 Stunden. 36 Stunden. Der Punkt ist, die eine Sache, die wir wissen, ist, diese Binary hier ist an dieser Adresse geladen. Da ist sie immer geladen. Die Shared Libraries, insbesondere die C, die wir dann haben wollen, ist random, aber das hier ist immer eine selbe Adresse. So. Dann ist die Code auch immer eine selbe Adresse, oder? Genau. Glücklicherweise muss unsere Binary jetzt irgendwie eine Möglichkeit haben, Funktionen aus der libc aufzurufen. Um hier nochmal auf unseren Task zurückzukommen. Wir können beliebigen Speicher aus dem Programm lesen. Das heißt, unter anderem, die A-Out, unsere Binary, muss wissen, wo die libc ist, wo bestimmte Funktionen in der libc sind. Zum Beispiel, wenn die A-Out aus der libc irgendeine Funktion aufrufen will, dann muss hier wissen, wo die ist. Das heißt, dafür gibt es eine Section in der Binary, die sich die Procedure Linkage Table nennt. Das ist einfach eine Table mit ein bisschen Code, der Funktionsadressen auflöst, beziehungsweise die andere Section, die dazu gehört, nennt sich Global Offset Table. Und das ist dann eine Tabelle, wo die Adressen zu Funktionen in der libc aufgelöst werden und aufgelöst sind, die stehen dann da drin, die Adressen, die von dem Programm benutzt werden. Das heißt, wenn das Programm irgendwann mal printf aus der libc aufruft, dann steht in einem bestimmten Bereich in der Binary selbst die Adresse von printf mit drin. So, da unsere Binary aber immer an derselben Stelle liegt, können wir das natürlich auslesen, da wir ja nach unserer Aufgabe her beliebigen Speicher lesen können. Kurze Frage, woher weiß man dann, also wenn sich diese Adresse ändert, woher? Oder wird es zur Laufzeit gemacht? Das wird zur Laufzeit gemacht. Ah, okay. Und zwar gibt es einen kleinen Helfer, den Runtime-Linker oder den Runtime-Loader, der zum Programmstart, der dafür da ist, die Binary zu laden. Wenn wir uns mal, ich weiß nicht, wie weit ich auszoomen soll, sonst wird das kein Lightning-Talk.
Wir müssen aber das Wort liken mal loswerden, das ist Quatsch. Richtig. Ich dachte, das heißt nur Wort. Ja. Ich zeig das mal. Und zwar jedes dynamisch gelinkte Programm müsste hier irgendwie einen Linker mit drin stehen haben. Ja, ja auch. Nee. Nimmt dann den Schweißlinker? Nein. Elf muss einen Linker, einen Executable, also einen Executable-Pfad angeben. Was ist denn das gerade? Das sind aber doch nicht. Das ist die Dynamic Section. Das ist aber zu spät. Das ist doch vom Linker interpretiert, oder? hier, genau. Es gibt die, ein Elf besteht im Prinzip aus zwei Bereichen, den Segmenten und den Sections. Die Sections sind interessant, wenn man beim Compilen und beim Compile-Linken, wenn man mehrere Objektdateien hat und die zu einem Programm zusammenlinkt. Zur Laufzeit interessieren uns der Program-Header, das heißt die Segmente von dem Programm. Da ist zum Beispiel hier der Interpreter mit drin. Da steht dann zum Beispiel slash lib slash ldso als Runtime-Linker drin und dieses Programm ist dann dafür da, beim Starten das Programm irgendwo in den Speicher zu laden und die ganzen Shared Libraries, die benötigt werden. Das heißt, was dieses Programm, was der Runtime-Loader, der Runtime-Linker dann macht, ist, er interpretiert diesen Bereich hier, das heißt dieses Array aus Einträgen und die sogenannten die Segmente und unter anderem sind hier Load-Segmente drin, die sind wichtig für uns. Hier steht sowas drin wie nimm aus der Datei an Offset 0 zum Beispiel die Daten und schreib die mit in den Speicher rein. Oder hier ist, unter anderem ist hier auch die Dynamic Section drin, die ich gerade schon gezeigt hatte. Und die Dynamic Section ist der wichtige Teil für den Runtime Linker. Die Dynamic Section wird später zum Beispiel benutzt, um Symbole aufzulösen. So, und worauf ich hinaus wollte, was soll ich fragen? Nee, das sind wir, glaube ich, auf der Table. Genau, wir sind im Ach Gott. So, das heißt, der Runtime Linker kann jetzt beim Starten gleich, wenn man wenn dieser Eintrag hier vorhanden ist, Relro, wird er beim Starten gleich alle Funktionen auflösen, die in irgendwelchen externen Libraries drin sind. Das heißt, da gibt es einen Speicherbereich, wo die ganzen Adressen später drinstehen sollen, die Global Offset Table. Und der wird jetzt, der Runtime-Linker beim Laden, sucht er jetzt alle Funktionen raus, die er braucht, guckt dann, der Runtime-Linker weiß ja, wo er die Shared Libraries hingeladen hat, weil er das gemacht hat, sucht dann da die passende Funktion raus und schreibt dann die richtige Adresse nach dem Randomisieren und allem mit in diese Global Offset Table von der Main Binary rein. Das heißt, da wir jetzt beliebige Speicher lesen können, können wir in die Global Offset Table einfach reingucken, wissen, anstelle 1 ist irgendwie printf mit drin und jetzt wissen wir die Adresse von printf. Soweit so gut. Jetzt ist das Problem. Steht das da direkt als Name drin, printf? Oder? Nein, da steht die Adresse drin. Wir wissen, das ist beim Compilen wird das festgelegt. Der erste Eintrag ist immer printf, der zweite ist printf. Aber in der Section steht drin, welcher Eintrag wohin geht und wann es kriegt. Genau. Okay. So, das heißt, dadurch kennen wir jetzt eine Adresse in die libc und wir wissen, zu welcher Funktion das gehört. Aber wir suchen System. Wie kommen wir jetzt von da auf System? Wir haben jetzt gesehen, das heißt, wir haben jetzt einen beliebigen Pointer in die Mitte von der libc irgendwie. Wir haben jetzt gesehen, wie wird diese libc eigentlich in den Speicher geladen? Wir haben gerade gesehen, der Runtime-Linker guckt sich diese Dynamic-Section an, der geht den Program-Handler durch, sucht sich dann diese Dynamic-Section raus. Erstmal sieht er diese Load-Sections. Die Load-Section sagt, nimm diesen Bereich aus der Datei raus und schreib ihn
an dieses Offset und dann ist hier noch eine Load-Section. Zum Beispiel das hier ist executable und readable, das heißt, da ist der ganze Code irgendwo mit drin und in dieser Section sind die Daten mit drin, das ist dann lesbar und schreibbar. Beziehungsweise nicht die Read-Only-Daten, die dann hier oben einfach nicht mit drin stehen. Auf jeden Fall, er nimmt Teile aus der Datei und schreibt in den Speicher an die passende Adresse mit dem passenden Offset. Das heißt, wenn wir jetzt beliebigen Speicher lesen können und die Annahme ist, dass wir SecFaults verkraften. Das heißt, wenn wir mal eine Adresse lesen, die das Programm zum Abstürzen bringt, dann ist uns das egal und wir können weiterlesen. Was oft der Fall ist, wenn man zum Beispiel ein Programm hat, das forkt, kannst du immer wieder mit dem Programm reden, auch wenn es SecFaultet und die randomisierten Adressen ändern sich nicht. Dann wäre es ja jetzt ganz einfach, weil hier wird ja irgendwie Offset 0, das heißt, der komplette Anfang von der Datei wird hier irgendwie in den Speicher geladen. Das heißt, jetzt können wir eigentlich davon ausgehen, dass dieses ganze Zeug da mit drin steht. Und unter anderem muss der Runtime-Linker ja auch die Adressen von den Funktionen auflösen können. Und das funktioniert nämlich über die Dynamic Section, die wir uns gleich mal angucken können. Genau. Und zwar ist das hier. Und in der Dynamic Section stehen so Sachen drin wie SymbolTab. SymbolTab ist wieder ein Array, wo dann drin steht ein Index in die String Table, wo dann die ganzen Strings, die ganzen Funktionennamen drin steht und das Offset in der Datei. Das heißt, wenn wir das lesen könnten, dann können wir erstmal die Program Header durchgehen, uns die Dynamic Section raussuchen, dann da durchgehen, raussuchen, wo hier der SymbolTab und der StringTab ist. Und danach dann einfach diese Daten lesen und auswerten und dann zum Beispiel System raussuchen, den passenden Eintrag aus dem SymbolTab, wo System drin steht, und dann haben wir die Adresse und hätten das Problem gelöst. Gucken wir uns das doch mal an, wie das aussieht in einem laufenden Programm. Hier ist unsere C. Aber komischerweise ist hier ein Teil gemappt ohne irgendwelche Permissions. Und leider steckt genau hier die Dynamic Section mit drin. Das heißt, wir dürfen das nicht lesen. Das wird vom Runtime-Linker zur Laufzeit als nicht lesbar gemappt. Das heißt, wenn wir das probieren zu lesen, wird das Programm segforten und ja. Gut. Was machen wir stattdessen? Ich habe da was vorbereitet. Und zwar gibt es auch eine andere Möglichkeit, diesen Weg zu finden. Und zwar habe ich ein kleines Tool geschrieben, was im Prinzip ein paar Zeilen Python-Code nimmt. Ein paar. Ja, 300. dieser Python-Code nimmt ein Callback, der irgendwie Daten liest. Und was er im Prinzip tut, ist, er kriegt einen Pointer, der irgendwo in die Daten mit rein zeigt. So, der nächste Schritt ist, er geht jetzt erstmal rückwärts und er weiß, eigentlich wird immer der Anfang der Datei mit reingemappt. Das heißt, der Elf-Header und alles steckt am Anfang mit drin. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal rückwärts und suchen nach Page-Offsets. Wir wissen, es ist an einem Page-Offset geladen, das heißt irgendwie die letzten 3 Byte genullt. Also. Stimmt, 12 Bit sind genullt. Ja. In der Regel sind die letzten 12 Bit genullt. Das heißt, wir gehen das einfach zurück und gucken, steht da irgendwo der Magic Elf Header, den wir natürlich alle kennen, quasi hier immer 0x7f und dann ELF in Großbuchstaben. So, wenn wir das gefunden haben, können wir unsere Binary durchgehen und wir können einfach nach Sachen suchen, die ungefähr so aussehen wie das, was wir wollen. Das heißt, wir suchen einmal nach dem SymbolTab und nach dem StringTab. Das heißt, der SymbolTab besteht immer aus zwei Werten. Einmal ein
Ich weiß nicht mehr genau, wie es aussah. Ist auch egal, es sah ungefähr so aus, dass man ein Offset in die String Table hat. Das heißt, man hat irgendeine Zahl, die nicht besonders groß sein sollte, wahrscheinlich irgendwie unter 10.000 oder so. Und danach ein Offset in die Datei. Ja, und braucht noch einen Type, glaube ich. Ja, stimmt. Und ein Type. Und ein Type, der auch auf bestimmte Werte, womit wir wieder bestimmte Werte ausschließen können, die dann nicht so vorkommen können. Das heißt, was dieses Tool macht, ist, er geht den Speicher durch, sucht nach irgendwas, was nach einer Simple Table aussieht, irgendwas, was nach einer String Table aussieht, und kann uns danach, wenn er das gefunden hat, so Sachen auflösen wie. Das kann man jetzt ziemlich schlecht sehen. Ungefähr so gar nicht. Ja, das wird eher erfahren, aber das ist größer. So, hier, so wird das Ganze benutzt. Wir stellen uns hier jetzt eine Memory App, so habe ich die Klasse genannt, mit einem Callback, der da Sachen liest. Und dann fragen wir das Ganze doch mal. Hier, sag uns mal das Symbol System. Und zusätzlich habe ich hier von LS mal den ersten gemappten Speicherbereich von der libc gedumpt. Und wenn wir den jetzt fragen, hier, sag uns mal, wo die System-Adresse ist, dann findet er die passenden Sections einfach dadurch, dass es aussieht wie eine String-Table und aussieht wie eine System-Table. Und das Ganze braucht dann 55.000 Lesezugriffe insgesamt. Was so das Niedrigste ist, was ich bisher hingekriegt habe. Aber das meiste davon ist, dass er wirklich dann die String-Table durchgehen muss. Ich kann das noch ein bisschen optimieren. Da ist der nächste Schritt, dass ich das optimiere, dass er nicht die ganzen Strings lesen muss, sondern wenn ich weiß, ich suche nach irgendwas, das mit S anfängt, dann muss ich immer nur das erste Byte lesen, und wenn da kein S steht, kann ich vielleicht zum nächsten. Aber es gibt einen Symbol Hash, der müsste auch zu finden sein, denke ich. Das habe ich nie probiert. Ah. Aber es gibt ein Hashing-Scheme, was der dynamische Linke auch benutzt, ein Symbol aufzulösen, was ich ignoriert habe in dem was. Dann kriege ich die Anordnung raus? Ich könnte mir vorstellen, dass du damit, also wenn du die Table, die Hash-Table findest, müsstest du die Möglichkeit haben, wenn du den String System Hash der Algorithmus noch ganz sagen, dass du dann direkt weißt, wie du weiter gucken musst. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, danke, das werde ich mir mal gucken. Genau, so, das heißt, bei unserem nächsten CTF, wenn wir wieder die Aufgabe haben, hier finden wir irgendwie die System-Funktion in LC, was man eigentlich ständig braucht, weil das so das Ziel ist. Man will wissen, wo System ist, damit man System callen kann und beliebigen Code ausführen kann. Haben wir jetzt hier ein Tool, was in halbwegs automatisiert. Ja, besser. Also meine alten Ansätze waren immer so, ich dump jetzt erstmal komplette libc, dump erstmal kompletten Speicher und probiere ich das da per Hand drin zu finden. Ja. Aber das meiste ist halt hier wirklich, dass er die komplette Symbol Table lesen muss, bis er endlich den System String gefunden hat. Du kannst nicht mal lesen jetzt. Ja? Du kannst nicht mal lesen, die Liste. Weil die zweimal gemappt ist, nehme ich an. Einmal als Gesamtblock mit C Binary und einmal als dynamische Section nehme ich an. Diese einen Bereich, was ich lesen muss. Ich kann die Dynamic Section nicht lesen. Und in der Dynamic Section steht drin, wo die Symbol Table und wo die String Table drin ist. Wo die Adressen von der Symbol Table und der String Table sind. Aber die Symbol Table und die Inks Table kannst du an sich schon lesen, musst du wissen, wo sie sind. Genau. Also die sind normalerweise irgendwie genau für dich. Und deswegen gehe ich jetzt einfach den Speicher durch. Ja, und suchst. Und suche irgendwas, was danach aussieht. Ja. Und wenn ich das gefunden habe, dann. Ja, lustigerweise gibt es noch einen anderen Weg. Und zwar ist mir aufgefallen, warte mal. Das ist das Offset in der Datei, was da hingemappt wurde, und das hier ist nicht lesbar. Aber das hier ist doch dasselbe Offset in der Datei. Ja. Und ich habe geguckt und hier steht wirklich die Dynamic Table nochmal mit drin. Ich weiß nicht genau, warum das halt hier dann Read-Only gemappt wird, wenn es sowieso nochmal mit drin steht. Auf jeden Fall das ist mir heute aufgefallen, als ich mir mal den Talk überlegt habe. Auf jeden Fall wird meine nächste Implementation dann doch erst probieren, ein paar Pages weiter zu gucken. Ob ich da nicht die Dynamic Section finde. Wie ist das eigentlich in die Länge von dem ersten Block? Das ist ja wohl .text. Die Länge sind unterschiedlich. Nee, das ist klar. Nein, noch einen weiter oben. Der .text, das ist ja quasi ganz, ganz viel TM.
Ja. Ist das, geht das so weit, dass die Dynamic Section das alles auch mitgemerkt ist oder nicht? Ich weiß es tatsächlich nicht. Ich glaube nicht. Okay. Weil es könnte, also ich habe nur damals den 11 Loading Kram. Ich glaube, das ist genau das Offset hier. 1,B6, hier ist B6, C, D. Ja, das ist genau hintereinander einfach die Offsets in der File. Ah, okay, ja, das kann nicht schade. War das verständlich? Ja. Also mir ist noch unklar, warum du unbedingt die System-Funktion finden musst. Weil wenn du sowieso hinreichend arbiträren Code ausführen kannst, um dein System aufzurufen, kannst du nämlich auch direkt irgendwie im Discord machen, der halt das ausführt, was du willst. Also eine Sache, die man machen kann, ist, man kann irgendwie Return-Oriented Programming machen. Also angenommen, wir kontrollieren den Instruction Pointer. Das heißt, wir können irgendwo hinspringen, wo dein Code für uns ausgeführt wird. Im ersten Schritt kennen wir aber erstmal nur die Binary selbst. Und in der Binary selbst ist dann irgendwie vielleicht nichts Sinnvolles drin. Mhm. Wenn du irgendwie einen System Call machen willst, dann musst du die Möglichkeit haben, Register ordentlich zu setzen auf die Werte, die du haben willst, und hinterher dann ein Int 80 oder so aufzurufen. Okay, das ist was man machen kann, ist, es gibt eine Technik, die nennt sich Return-Oriented Programming. Da suchst du dir kleine Assembly-Schnipsel, sowas wie setze dieses Register auf den Wert oder inkrementiere dieses Register und danach returne. Mhm. Was dazu führt, dass wenn ich ganz viele Adressen von diesen Code-Schnipseln hintereinander packe, würde mein Register setzen und dann die nächste Adresse laden und dann durch das Return und dann das nächste Code-Schnipsel ausführen. Das Problem ist, üblicherweise hat man nicht genug dafür in der Binary selbst. Also man kann nicht, es reicht meistens nicht, um damit sinnvolle Sachen zu machen. Und deswegen ist es in der Regel schon der einfachste Fall, wirklich sich die Adresse von System rauszusuchen und dann da das aus. Gehst du davon aus, dass du irgendwo deinen Befehl als String hinschreiben kannst? Du musst hier nur irgendwie, in der Regel, also meistens hast du irgendwie Möglichkeit, auf dem Stack oder so Daten zu hinterlegen oder irgendwo anders. Und dann musst du nur noch das erste Register, RDI oder RX oder je nachdem, nach der Calling Convention kontrollieren und zu System springen, wenn du es gefunden hast. Und das ist dann meistens nicht so schwierig. Also du brauchst einfach weniger kontrollierbare Instruktionen, um so weit zu kommen, weil du halt nicht das System selber nachbauen musst, sondern das nimmst du auch schon ab. Genau. Das andere, was wir uns gebaut haben, wir haben uns noch ein zweites Tool gebastelt. Das Ganze ist natürlich viel einfacher, wenn wir die libc-Version kennen. Weil dann wissen wir, wo die ganzen Funktionen in libc sind. Dann müssen wir nur irgendwie einen Pointer zu einer Funktion haben, wissen, das ist immer ein Offset, bla bla, ziehen das ab, haben die Ladeadresse und können dann die ganzen anderen Funktionen auflösen. Und wir kennen Adressen von Funktionen in libc durch die Global Offset Table, die ich vorhin erwähnt habe. Und wenn wir jetzt, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns ganz viele libcs von überall her geholt, von Ubuntu, Debian, was weiß ich, in eine DB geschmissen und haben die indiziert und können jetzt Offsets zwischen zwei Funktionen in den einzelnen libc-Versionen ausrechnen. Und jetzt können wir einfach hier in der Global Offset Table gucken, dann gucken wir, okay, Open ist jetzt an der Adresse und Close ist an der Adresse. Da ist ein Offset dazwischen von bla, such mir mal eine libc raus, wo dasselbe Offset ist. Awesome. Hat er bisher ist das schon eindeutig? Oder? Ja, ich glaube, das ist ziemlich deterministisch. Also verglichen mit 50.000 Versuchen ist das okay, glaube ich. Er könnte dann eine Adresse sagen, die in jedem Fall irgendwie safe ist zu lesen, und aber unterschiedlich. Und dir dann eindeutig sagt, welche von beiden das ist. Meist hast du wahrscheinlich das Problem, dass du nicht die Library hast. Also entweder findest du sie in einer Datenbank und dann hast du sie. Oder dann triffst du sie auch. Oder du findest sie halt nicht und dann hast du auch keine Grundlage. Und dann das darf man nicht veröffentlichen, sonst sind demnächst alle libcs. Alles custom built. Alles custom built, immer. Aber warum sind die von verschiedenen Distros so unterschiedlich? Oder haben die völlig unterschiedlich vom Fireflex? Verschieden gepatcht? Ja, ich denke mal, wenn du irgendwo einen Patch ein bisschen unterschiedlich hast, dann verschiebt sich sofort alles. Und dann wird das vielleicht auch anders angeordnet und was weiß ich. Du musst halt aufs Byte genau liegen, das hilft dir nicht, wenn du irgendwie 50 Byte daneben liegst. Aber wenn du jetzt zwei Funktionen kennst und nur das Offset anguckst, dann ist das ja nur dann unterschiedlich, wenn dazwischen zufällig irgendwas geändert wurde. Das heißt, die Chance ist relativ groß,
bis mehrere LibCs passen. Wenn LibCs sich durch einen Patch unterscheiden und dann mit denselben Compileflex und so kompiliert wurden, wahrscheinlich. Aber naja, wenn du zwei Random-Funktionen raussuchst aus der LibC, sind die halt auch schon ziemlich weit auseinander. In der Regel hast du auch eine 50% Chance schon, dass der Patch irgendwas dazwischen verändert hat. Sag's halt mal 50%. Ja, aber ja. Ich meine, wenn drei Menschen, dann probierst du halt drei Adressen raus. Genau. Aus. Ist immer noch besser, als dunkel zu stochern. Deswegen wird sich das wahrscheinlich nicht die Zeit, wenn man jetzt die Datenbank mal ein bisschen größer macht, da kann man dann auch mal Aussagen darüber treffen, wie sich das so verhält über verschiedene Versionen. Kannst du nicht kombiniert in der Funktion nehmen? Einmal Prinf, einmal. Ja, wenn das nicht reicht, kannst du das machen. Aber Jens schreibt das einfach mal als Bachelorarbeit aus, das soll irgendwer mal machen. Wir kannst nicht mal CTF-Tools Arbeiten ausschreiben. Hier, wir brauchen für wissenschaftliche Zwecke die Möglichkeit, eure LibC. Und automatisiert Sachen anzugreifen. We need your LibC. Uncle Sam needs your LibC. Ist deine GDW-Config-Kompetenz zu kriegen? Gute Frage. Aber das ist eine. Oh ja, bitte. Das nennt sich. PIDA. Python Assisted. No, Python Exploit Development. Irgendwas? Das ist. Ursprünglich ist das für das für ROP gebaut. Das ist das hier. Python Exploit. Ich warne davor, das ist teilweise ganz schön broken. Also wenn ihr die Commit History anguckst, dann siehst du, wie viel Development Time da drin steckt. Nämlich ungefähr ein Wochenende. Und da ist da viel Zeug drin. Aber es sind halt 45 Commits. Er hat das irgendwann mal gemacht vor 2 Jahren und dann nie wieder angefasst. Was war was passiert? Ich habe da irgendwie ein paar Patches rumliegen, die echt grobe Fehler beheben, die mir aufgefallen sind. Also es ist cool, aber man darf sich nicht darauf verlassen, dass wenn er einem sagt, ja, der Sprung geht jetzt dahin, deswegen mache ich das grün oder ich mache es rot, dass das tatsächlich so ist. Okay. Ja. Cool. Nice. Alle Fragen beantwortet. Pause und Fenster auf.